Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Und wir machen heute mal wieder ein Speedbuild. Und zwar bauen wir heute mal eine Filmszene aus dem ersten Jurassic Park Film nach. Nämlich diese hier, die könnt ihr jetzt unten links sehen. Das ist das Helikopterlandepad, auf dem die Reise durch den Jurassic Park im ersten Film beginnt. Und der Hauptgrund, warum ich mich für diese Filmszene entschieden habe, ist so ein bisschen, weil durch einige Updates sind jetzt auch solche Effekte rausgekommen, solche Düsen, mit denen man halt so Effekte erzeugen kann, unter anderem so Wasserdüsen, damit kann man dann Wasserfälle bauen, Feuer und Rauch, und ich wollte halt ganz gerne mal diese Wasserdüsen so ein bisschen testen und dann meinen ersten Wasserfall bauen. Und genau in dieser Filmszene ist nämlich ein wunderschöner Wasserfall zu sehen, und an den habe ich mich dann heute mal so ein bisschen rangewagt. Ich weiß, den kann man jetzt unten auf dem Screenshot noch nicht erkennen, aber wenn es soweit ist und wir dann zum Bau des Wasserfalls kommen, blende ich auch nochmal einen anderen Screenshot aus einer anderen Perspektive ein, wo ihr den dann auch sehen könnt. Aber jetzt erstmal Fokus auf das Heli-Landepad. Das ist hier nämlich schon fast fertig mittlerweile. Und das ging auch echt schnell und gut. Aber das liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, dass es in dem Spiel echt mega gut funktioniert, weil man halt fast jedes Teil einfärben kann in die passende Farbe, die man braucht. Und man kann jedes Teil halt drehen und skalieren, wie man möchte. Also in der Größe verändern. Und dadurch sind der Kreativität eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Man kann, glaube ich, damit fast alles nachstellen, was man gerne möchte. Aber jetzt kommen wir zu einer Sache, die mir noch etwas negativ aufgefallen ist in der Beta. Ich hoffe, das wird noch verbessert. Denn das Wasser einzeichnen und das Terrain einzeichnen ist sehr grob, sage ich mal. Also diese Pinsel sind ein bisschen zu groß und man kann nicht wirklich feine Arbeiten machen. Und wenn ihr jetzt mal unten links guckt auf den Screenshot, da ist ja dann auch neben diesen Jeeps links noch so ein ganz kleiner, ja, Wassergraben, würde ich schon das fast nennen. Und da muss ich halt so ein bisschen später tricksen, damit ich das einigermaßen hinbekommen habe. Aber da kommen wir dann nochmal zu, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich erstmal dabei, fleißig hier ein paar Felsen einzuzeichnen. Da habe ich dann auch noch ein paar andere Felsen zwischengemacht mit einer anderen Farbe, weil das im Film halt auch so ein bisschen so zu sehen ist. Und dann habe ich hier als nächstes diese kleine Mauer, die zu sehen ist, auch nachgestellt. Das ist, glaube ich, so eine kleine Treppe, wo dann eine Mauer als Geländer ist. Kann man jetzt ganz, ganz schlecht auf dem Screenshot erkennen, gerade ihr, weil es halt nur so klein für euch ist. Und hier sieht man wirklich nochmal richtig gut, wie cool das ist, dass man halt immer diese Möglichkeiten hat zu skalieren. Also dadurch kann man echt fast alles genauso nachbauen, wie man es möchte. Und dann kann man auch das Material auswählen, die Farbe auswählen. Also viel perfekter geht es eigentlich gar nicht. Jetzt gerade ist die Farbe von der Wand auch noch nicht wirklich wie im Film, aber das färbe ich nachher dann alles auch noch ein. Jetzt kommt auch erstmal wieder viel Fels- und Terrainarbeiten. Da lasse ich euch jetzt mal einen kleinen Moment mit der Musik allein.
Und jetzt geht's das erste Mal so in Richtung Wasserfall. Ich kleide hier die Wand jetzt auch nochmal mit ein paar Felsen aus. Hätte mir aber gerne so ein paar glattere Felsen gewünscht, weil in Prehistoric Kingdom sind die sehr, ja, rau, sag ich mal, und sehr kantig. Und es wäre halt cool, wenn es da auch noch so ein bisschen glattere Felsen für so Felswände geben würde. Und jetzt ging es zum allerersten Mal an das Benutzen von diesen neuen Wasserdüsen. Es gibt übrigens zwei Stück. Einmal dieses fließende nach unten und dann dieses plätschernde. Das ist da, wo das Wasser dann aufkommt. Das ist dann so horizontal plätschert das. Ein kleines Problem ist dabei, dass man den Wasserverlauf nicht drehen kann. Das heißt, man hat wirklich nur vertikal oder horizontal dieses Wasserspritzen bzw. diesen Wasserfluss. Das heißt, man kann nicht wirklich schräg an einem Felsen das Wasser realistisch vorbeiführen. Also da fehlen noch einige Düsen, damit man das perfekt machen kann. Oder es müsste halt so sein, dass man das drehen kann. Aber jetzt war es halt so, wenn ich das zum Beispiel gedreht habe, man kann die ja drehen, ist das Wasser trotzdem immer noch genau in die gleiche Richtung geflossen, also vertikal oder horizontal. Aber ich habe dann versucht, es trotzdem so, ja, realistisch wie möglich hier die Felsen runterfließen zu lassen. Ist ja auch einigermaßen möglich, wenn man halt nur diese beiden Fließrichtungen hat. Aber es war halt auch nicht ganz perfekt. Und ich habe dann halt auch gemerkt, man kann es nicht genauso machen wie im Film. Weil im Film seht ihr ja ganz gut, das Wasser fängt oben an einer Quelle an und fließt dann so, ja, schräg nach links und rechts weg, wie so eine V-Form quasi. Und das war halt nicht möglich, weil ich halt das Wasser nicht schräg fließen lassen konnte. Aber dann habe ich einfach das Ganze so ein bisschen, ja, nach freie Schnauze gebaut und habe halt versucht, einfach am Ende einen schönen Wasserfall dort hinzubekommen. Dadurch, dass man dieses Plätschern auch von der Größe und Form so ein bisschen skalieren kann, kann man da auch echt schon viel Variationen reinbringen, auch wenn man nur diese zwei verschiedenen Düsen hat. Und an dieser Stelle musste ich jetzt ein bisschen tricksen, weil jetzt kommt genau das Problem, dass das Wassertool und das Terrain-Tool noch ein bisschen zu grob ist und man keine wirklichen feinen Arbeiten damit machen kann. Deswegen musste ich jetzt hier ganz viel Wasser einzeichnen und habe dann einfach das Terrain, was ich dort haben wollte, mit Erde nachgebaut, also mit so platzierbarer Erde. Thank you.
Das Problem, was dadurch so ein bisschen entstanden ist, ist, dass man das Ganze dann nicht mehr anpinseln konnte mit Gras oder den Terrain-Tools, weil es halt ja kein richtiges Terrain ist, sondern ein platziertes Objekt. Und deshalb musste ich jetzt hier das Gras so mit Büschen einzeichnen. Und auch hier musste ich die gesamte Bepflanzung manuell machen, aber das hat trotzdem relativ gut und schnell geklappt. Jetzt noch zum Abschluss diese Lampen auf das Helipad und dann ist das hier das fertige Ergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.